So, dann haben wir jetzt hier eigentlich erstmal den Schatz, den wir ja, also die Schatzkarte, die wir aus der Kiste rausgeholt haben. Die werden wir dann mal eben als Quest markieren im Logbuch. Schatzinsel. Nee. Caldera. Der Schatz am Strand der Festung. Okay. So. Mal gucken. Da. Hier oben? Nee, oder? Mal gucken. Hier müsste das dann ja sein. Aber hier... Nee, ich glaube, da muss ich runter zum Strand. Hier sieht das nicht sonderlich schatzhaft aus. Hier lang. Und hier raus. So. Rennen wir mal zum Strand. Ich glaube, da war auch eine Höhle, die ich irgendwann mal gesehen habe. Vielleicht ist ja in der Höhle drin. Ganz, ganz am Anfang. Ich erinnere mich so ganz grob zurück. Da war so eine Höhle. Ups. Oh, da hinten ist eine Riesenkrabbe. Ah. Töten wir die mal. So. Au. Machen wir es einfach so. Tot. Jetzt plündern wir die auch. Muschel und Auge. So, mal gucken. Scheint denn hier in der Höhle drin zu sein. Der gute Schatz. Oh, oh, stimmt. Ja, da ist er. Der Schatz der Kristallhöhle. Dieser Kristall schützt auch, glaube ich, das Land vor den Titanen. Aber nur so im gewissen schwachen Maße. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Gerade so, dass die Menschen hier leben können. Ja, das ist der Schatz am Strand der Festung. Mal gucken, was da drin ist. Gold, 400, nice. Ein Goldzepter, was auch was wert ist. Ein Kamm mit einem Zinken, der mir... Oh, der gibt mir Klingen plus 1. Oh, das ist ja mal nice. Das ist ja mal nice. Ja, habe ich Klingen 5 dadurch. Kamm mit einem Zinken. Das ist ja mal richtig nett. Stärker geworden durch ein Item, was ich gefunden habe. Das ist auch nicht so oft, dass das passiert. Hm. Gut. Dann muss ich, glaube ich, aber noch in die Stadt rein. Da liegt, glaube ich, nur eine Muschel. Oder nee, das ist ein Seestern. Sieht aus wie eine Muschel. Bla. Okay. So, hier hoch. Und hier war, glaube ich, der Weg in die Stadt. Irgendwo. Da, er hat den Weg dahin verteidigt. Mach das Tor auf. Befehl von Carlos. Sofort. Yeah, endlich kann ich hier durch. Oh, Caldera. Wow, sieht ja nicht toll aus hier. Hier brennt alles im Hintergrund. Kaum ist der eine Pirat weg, kommt schon der nächste. Kommen da noch mehr, oder? Warte mal, ich kenne dich doch. Tatsächlich? Klar, ich hab dir doch eine Zeit lang rumbesorgt. Und, wie ist es dir ergangen? Sie haben dich gefeuert, habe ich gehört. Genau. Was glaubst du, wie es mir ergangen ist? Oh Mann, alles klar. Wenn ich helfen kann, lass es mich wissen. Gib mir Geld. Wo wohnt Maurigatio? Maurigato. Wo wohnt Maurigato? Über die Brücke, im ersten Haus auf der linken Seite. Und der Hohe Rat? Wo ist der Hohe Rat? Immer geradeaus. Doch ich kann mir nicht vorstellen, dass man dich dort empfängt. Das lass mal meine Sorge sein. Hm. Okay, Brückenwache. Ohne die Magier wäre es nie so weit gekommen. Caldera gefunden. Schöne Sache. Also, wie ist der Plan? Versuchen wir erstmal zu Maurigatio reinzulaufen. Was willst du hier? Ist das Maurigatos Haus? Dann lass mich durch. Du siehst nicht so aus, als hättest du einen Termin. Ich glaube kaum, dass Herr Maurigato dich erwartet. Silberzunge 55? So gut bin ich auch nicht. Dammit.
Ich will nur kurz mit ihm reden. Ich will nur kurz mit ihm reden. Ach ja? Du siehst nicht aus wie jemand, der nur reden will. Ich warne dich. Wenn du vorhast, Ärger zu machen, wirst du mich kennenlernen. Dich kennenlernen? Das klingt wirklich wie eine Drohung. Okay. Also kann ich da jetzt rein, oder was? Ah. Ja, die Inquisition braucht gute okay. Männer. Gehen wir willst mal hin, reden wir mal mit ihm. Ja, bitte? Ich will zum Aurigato. Wen darf ich melden? Ich finde den Weg schon alleine. Natürlich. Die Treppe hinauf, das offene Zimmer. Der eine tanzt hier erstmal rum. Ha. Erstmal gehe ich natürlich auf Plünderungstor, kennt man ja schon. Kann ich hier reinschleichen? Ja, kann ich. Oh, ein Pokal. Die Kiste kriege ich nicht auf. 61 von 65. Und ich habe meine ganze Ausrüstung an. Kugelsicher. Ring des Diebes habe ich schon an. Ohrring habe ich schon an. Und auch sonst meine ganze Ausrüstung. Nichts, was mir irgendwie mehr geben kann. Aber die Karaffe kann ich trotzdem mitnehmen. Ein bisschen Zeug gibt es hier. Nicht viel, aber ein bisschen. Ein Schlüssel. Nette Sache, wofür der wohl gut ist. Ein Kerzenleuchter. Pokal. Ein Abholschein? So. Gucken, ob die mich auch hier reinlaufen lassen. Ja? Ohne Probleme? Apfel. Käse. Heute gibt's ein Festmahl. Und Hermina dazu als Nachtisch. Chaka Pagabudu. Vielmehr galt der Häuptling Pagabudu als grausamer Eroberer. Man sagt, er sammelte die Köpfe seiner Feinde auf dem Ritualplatz seines eigenen Dorfes. Seinem eigenen Schädel spricht man große magische Macht zu. Die Marakai bewahren ihn nun schon seit mehreren Generationen. Ah ja. Der Totenschädel. Marakai. Sagt mir nichts. Oh, das ist eine Kiste, die ich aufmachen kann. Okay. Wird wohl irgendwie so sein, dass ich hier irgendwo den Anfang habe. Hier. Hier ist der Anfang, dann da und dann so. Wunderbar. Wunderbar. Rum, Grog, Proviant, Fisch, Fleisch, Geflügel. Na, nur Essen eigentlich. Sprechen wir mit Hermina. Guten Tag. Ich kann dir den Schlüssel entwenden. Oh, das ist nur eine kräftige Suppe. Nichts Besonderes. Morigato Schlüssel erhalten. Okay. Da war noch irgendwas. Großes Geflügel. Zack, nehmen wir auch mit. Gehen wir mal hoch. Tür. Ach, schleichen wir hier mal rein. Sieht nicht sehr... Oh, ist verschlossen. Eine Kiste mit 90. Und Siegel. Oh, fuck. Natürlich haben die mich gesehen. Ah! Ich denke, jetzt weißt du, wie es läuft. Okay, ich habe den Siegelring trotzdem mitgenommen. Habe aber auf den Deckel bekommen. Weil ich mich gedreht habe. Anstatt zu schleichen. Na komm, lass mich hier hoch. Naja, kann man nichts machen. Ich war ein bisschen überrascht davon. Nehmen wir mal ein paar Proviant. So, fertig. Wenn wir schneller wieder voll sein. So. Was bist du denn nicht für ein komischer Typ? Ja, was gibt's? Ich bin wegen Garcia hier. Ja? Und? Wo ist der? Wo? Ich glaube nicht, dass dich das etwas angeht, Bursche. Er kam in staatlichen Angelegenheiten. Davon verstehst du nichts. Und jetzt stör mich nicht weiter. Ich habe keine Zeit für dich, Bursche. Geh! Ah, der mag mich nicht. Okay, wenn du mich ignorierst, werde ich dich auch ignorieren. Puh, hast du jetzt davon? Ah, okay, habe ich also nicht viel zu holen. Ich hoffe, das Gespräch verlief zu eurer Zufriedenheit. Gib her. Nette Ausbeute. So. Jetzt verlief es zu meiner Zufriedenheit. Willst du dich freiwillig melden? Was haben wir hier denn? Rekrut nach Arborea? Dann drücken Lopez. Sie mir wenigstens eine Hallo Lopez. In die Hand. Warte mal, ich kenne dich doch. Du bist doch der Leutnant, den sie rausgeschmissen haben. Hat sich wohl rumgesprochen.
Was haben Sie erzählt? Wegen flegelhaften Benehmens? Warst wohl zu oft betrunken, wie? Nein, zu viele Schlägereien. Zu viele Schlägereien? Oh, verstehe. Alles klar. Hier geht dir keiner auf den Sack. Warum stehst du hier rum? Und? Wofür stehst du dir hier die Beine in den Bauch? Wir werben neue Rekruten an. Wenn du noch auf unserer Seite stehst, kannst du für uns werben. Glaubst du, ich bin dafür der Richtige? In harten Zeiten kann man nicht wählerisch sein. Warum sollte ich das tun? Wenn schon nicht aus Loyalität, dann vielleicht für Gold? Für jeden neuen Rekrut zahlt der Kommandant eine Prämie. Die würde ich dir glatt überlassen. Oh. Okay, ich bin dabei. Einverstanden. Ich bin dabei. Gut, wenn 3 Rekruten bei mir unterschreiben, kriegst du deinen Lohn. Dann drücken sie dir wenigstens eine Musket. Denk dran, du sollst mit den Bürgern sprechen, nicht umhauen. Dann drücken sie dir wenigstens eine Musket. Dann versuche ich einfach mal mit den Bürgern zu reden. Die sind ja 2 Stück. Als Feld. Du bist der Richtige. Du bist der Richtige für die Inquisition. Ja, ich frage mich auch schon die ganze Zeit, ob ich mich nicht melden soll. Warum zögerst du? Ich weiß nicht. Also irgendwie... Sieh dich mal um. Lauf mal durch die Stadt und schau dir die Leute an. Die verlassen sich auf die Inquisition. Du kannst deinen Teil dazu beitragen, dass sie alle gerettet werden. Ja, du hast recht. Ja, ich melde mich. Und das war ja einfach. Du auch? Melde dich. Melde dich für die Inquisition. Wieso wirbt ein Kerl wie du für die Inquisition? Ich war auch mal dabei. Aber jetzt bist du es nicht mehr. Das sagt alles. Hey, Moment. Zugegeben, ich bin kein Vorbild. Zugegeben, ich bin kein Vorbild. Aber ich habe mir jahrelang den Arsch für die Inquisition aufgerissen. Ehrlich. Ich habe gekämpft. Und du? Willst du damit sagen, dass ich feige bin? Bist du's denn? Nein, natürlich nicht. Was ist es dann? So habe ich das doch gar nicht... Na schön. Weißt du was? Ich melde mich. Ja, ich werde mich melden. Und kämpfen. Ich sollte öfter Rekruten anwerben gehen. Gute Sache. Mal gucken, ob ich noch einen Bürger bekomme oder vielleicht einen... Da hinten heißt, stehen noch welche rum. Bald alle nach Arborea. Und da gibt es dann einen neuen Krieg. Können wir mal versuchen, unsere Arbeiter abzuwerben. Wenn Frieden schließt, ist dieser Albtraum endlich vorbei. Hast du mal nach Norden geschaut? Hm. Ich glaube nicht an Frieden. Hoffen wir mal, unsere Arbeiter abzuwerben. Die Inquisition braucht dich. Die Inquisition braucht dich. Ich soll kämpfen? Bist du verrückt? Hast du gesehen, wie groß die Viecher sind? Keine Sorge, du wirst gut ausgebildet. Um gegen solche Viecher zu kämpfen? Vergiss es. Hoffen wir das Beste. Oh, der will nicht. War da hinten nicht noch einer? Da ist noch einer. Das wird kein gutes Ende nehmen. Mein Mann sieht das ganz anders. Arbeiter, schließ dich der Inquisition an. Schließ dich der Inquisition an. Ah, Lopez hat einen neuen Werber gefunden. Hör zu, du musst hier keine Nummer abziehen. Das ganze Geschwätz von wegen Rettung der Menschheit, das kenne ich schon. Und was ist mit den Vorteilen für dich? Kennst du die auch schon? Vorteile? Verpflegung. Es gibt gute Verpflegung. Verpflegung? Es gibt nur dünne Suppe. Ah, okay. Sold? Es gibt regelmäßig Sold. Und was soll ich damit anfangen, wenn sie mich in den Dschungel schicken, wo es keine Kneipen gibt? Du bekommst eine Muskete. Ach, hör doch auf. Musketen gibt's nur für die Protektoren. Die Rekruten kämpfen nur mit dem Säbel. Das stimmt nicht. Jeder Rekrut wird an der Muskete ausgebildet, und zwar an der eigenen. Wirklich? Wenn du mir nicht glaubst, frag doch Lopez. Gut. Ich sprech mal mit ihm. Das wird ja, Mann. Das Ende nehmen. Mein da haben wir schon die Quest fertig. Also ich will damit nichts tun. 3 Leute geworben. So. Als Feldarbeiter kriegst du höchstens eine Hacke. Ich habe mir lange genug den Buckel krumm gemacht. Da hast du deine Rekruten. Du hast deine Rekruten. Die Formalitäten sind zwar noch nicht erledigt, aber na gut. Hier ist deine Prämie. So. 300 Gold. Das war mal ganz nett eigentlich. Gut. Kannst du eine Muskete halten? El Fidelo. Oh, da liegt was. Ein Piratendolch. Nehmen wir mal. Da ist eine Kiste, die ich aufmachen kann. Nett. Ziemlich einfach aufgemacht. Kugel, Schwertgriff, Wellentänzer. Wow. 60 bis 100 Schaden. Wow.
Das ist, glaube ich, bisher die beste Waffe, die ich gesehen habe, der Wellentänzer. Vom Schaden her. Neue Quest, Wellentänzer. Ich glaube, ich hatte schon mal eine andere im Moment. Quests. Logbuch. Legendäre Gegenstände. Ne, Waffen. Ja, stimmt, ich hatte schon mal den Seelenrufer. Der war aber, glaube ich, nicht ganz so gut. Mal schauen. Irgendwo müssen die Schwertgriffe sein. Dafür. Schwertgriff Wellentänzer. Ja. Der Wellentänzer ist besser als der Seelenrufer. Hat 15 mehr Minimalschaden und macht 5 mehr auf Hiebwaffen drauf. Als das andere auf Stichwaffen. Hier war noch eine Kiste. Kriege ich die auf? Ja, kriege ich. Schöne Sache. Passt. Auch einfach. Solche Kisten muss es öfter geben. Schrot, Lundenschloss, Pistolenlauf und trichterförmiger Lauf. Boah. So. Da liegt noch was. Ein Krabbenstecher. Ich glaube, den kriege ich aber nicht. Ha. Nein, ich probiere erstmal mit Fernando zu reden. Mal gucken, was das für ein Typ ist. Warum störst du mich? Du siehst aus wie der Mann mit den Feuerwaffen. Ich bin der Mann mit den Feuerwaffen. Obwohl, eigentlich ist Meister Godin der Experte. Ich setze nur ein paar seiner Ideen um. Ich würde ja gerne bei ihm was lernen. So Musketen schießen wäre gar nicht so schlecht. Erzähl mir von Meister Godin. Erzähl mir von Meister Godin. Er ist ein Genie. Ständig tüftelt er Verbesserungen für die Feuerwaffen aus. Seine Konzepte für die doppelten Radschlösser waren brillant. Dafür haben sie ihn zum Mitglied des Hohen Rates ernannt.